90% der ausgewiesenen Flächen im Rhein-Main-Gebiet sind nicht bebaut. Das ist die Kernaussage des Monitoring-Jahresberichts 2015. De facto bedeutet das, in der Region sind ausreichend Wachstumsreserven verfügbar. Wir haben über 2300 Hektar Wohnbauflächen und 2100 Gewerbeflächen. Und von diesen Flächen sind per se erst 10% tatsächlich bebaut. Das zeigt, dass die Städte und Gemeinden sehr sorgsam mit den Flächen umgehen. Das heißt also, die Region, wir sind für die kommenden Jahre sehr, sehr gut aufgestellt, sowohl beim Gewerbe als auch bei den Wohnbauflächen. Die größten leeren Flächen, auf denen Wohnraum entstehen könnte, haben die Städte Frankfurt mit 273 Hektar und Butzbach mit 119 Hektar. Vier weitere Kommunen, Rottgau, Hanau, Offenbach und Bad Nauheim, haben Reserven von über 80 Hektar. Nicht berücksichtigt sind hier allerdings die Baulücken, die es noch innerhalb der Städte und Kommunen gibt. Hier sollte vorrangig gebaut werden. Mehr Stadt in der Stadt, nennt das der Regionalverband. Vor 10, vor 15 Jahren ist man sehr viel in die Außenbereiche gegangen. Ja, das wollen heute alle Parteien, wollen das nicht. Ja, das ist also sozusagen Common Sense. Also wir sind eine Wachstumsregion. Wir müssen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das bedeutet also, dass es sozusagen dann in der Innenstadt, in der Stadt mehr Flächen ausweisen. Das heißt auch eine höhere Dichte. Das bedeutet verdichten, wenn Sie so wollen. Und das heißt mehr Stadt in der Stadt wagen. Also es muss dann städtischer werden in der Stadt. Mehr dringend benötigter Wohnraum sollte also gar kein Problem sein. Aber die Kommunen sind zurückhaltend bei der Bebauung. Denn damit sind einige Herausforderungen verknüpft. Das liegt einfach daran, dass man auch die Menschen mitnehmen muss. Die Veränderungsbereitschaft ist heute eine andere als noch vor 30 Jahren. Man kann sagen, je näher Sie in den Kernbereich der Region vordringen, können Sie fast sagen, dass jede zweite Fläche sozusagen politisch umstritten ist. Und das macht natürlich das ganze Geschäft schwieriger, selbst wenn es sozusagen eine politische Mehrheitsmeinung in der Stadtverordnetenversammlung, der Gemeindevertreterversammlung gibt. Ja, ist es also so, dass sie plebiszitäre Elemente haben. Sie können es gibt Bürgerinitiativen, die sich meistens gegen solche Flächen aussprechen. Und das heißt einfach, dass sie heute einfach einen höheren Marathon, sie haben mehr Hürden heute zu überwinden. Ja, es ist, wenn Sie so wollen, ist es wie ein moderner Triathlon. Der ist ja auch bekanntermaßen auch nicht für jedermann zugänglich. Das heißt aber auch, dass man es schaffen kann, wenn man halt hier mehr an Aufwand, an Energie aufwendet und erbringt. Mehr Bereitschaft zur Veränderung. Das wünscht sich der Regionalverband von den Bürgermeistern vor Ort. Man müsse alles tun, damit die Metropolregion attraktiv bleibe. Und genügend Entwicklungsraum gibt es ja schließlich.